Der Hinrichsthaler-Verein hat vordringlich die Aufgabe, allen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Akutphase der Erkrankung in den Kliniken finanzielle Hilfe zu leisten. In erster Linie sind wir für beratende Gespräche da, dass wir in die Familien fahren oder in die Kliniken fahren, mit den Patienten sprechen, mit den Müttern sprechen, um zu hören, wo fehlt es, was ist gerade das Wichtigste und Notwendigste. Aber in erster Linie sorgen wir dafür, dass zumindest die finanziellen Nöte gelindert werden, indem wir den Familien bis zu 2 Jahren 300 Euro monatlich als Unterstützung gewähren. Alles hat 1984 angefangen, als mein Bruder Henry sich am Bein verletzt hat. Diese Wunde wollte partout nicht heilen, sodass er dann einen Arzt aufgesucht hat und dieser untersuchen sollte, woran es jetzt lag. Es stellte sich heraus, dass mein Bruder an einer schweren Form von Leukämie erkrankt ist, die nur durch eine Knochenmarktransplantation heilbar ist. Die Beratung im Klinikum Essen ergab, dass diese Transplantation in den USA durchgeführt wird, die Kosten hierfür aber nicht von den Krankenkassen getragen werden. Es stellte sich bei meinen Eltern dann nicht die Frage, ob wir diese Therapie durchführen, sondern nur, wie können wir das finanzieren? Und hier startete eine unvergleichliche Hilfsaktion von den Ennepetaler Bürgerinnen und Bürgern sowie auch der Stadt Ennepetal. Es wurden diverse Spendenaktionen durchgeführt, angefangen von Privatpersonen, Schülern, aber auch Firmen und auch Politikern, die alle den Zweck erfüllen sollten, die notwendige Summe bereitstellen zu können. Diese Summe wurde tatsächlich gesammelt, sodass dem Flug in den USA, den Aufenthalt und auch der Transplantation dann nichts mehr im Wege stand. Und dennoch, nach erfolgter Transplantation und einem längeren Leidensweg von meinem Bruder, hat er diese Therapie leider nicht überlebt, sodass am 7. April 1985 der Anruf einging, dass mein Bruder verstorben ist. Inzwischen war aber das Spendenkonto so weit angewachsen, dass sich die Frage stellte, was machen wir mit dem restlichen Geld, was auf dem Spendenkonto verblieben war. Zunächst war die Überlegung der Deutschen Krebshilfe, dieses Geld zukommen zu lassen. Aber in dieser Findungsphase kamen dann Wilfried Rammelmann und Vera Zenker auf die tolle Idee, doch einen Verein zu gründen und das Geld betroffenen Familien zukommen zu lassen, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben wie meine Eltern, nämlich dass das Kind an Krebs erkrankt ist. Und dies war sozusagen die Geburtsstunde des Hinrichsthaler-Vereins, der bis heute dieser Aufgabe erfolgreich nachgeht. Ich bin Dominik Schneider, ich bin der Leiter der Kinderklinik in Dortmund. Die Kinderklinik Dortmund hat schon seit vielen Jahren ein kinderonkologisches Zentrum, was in den letzten Jahren auch deutlich gewachsen ist. Und wir betreuen jedes Jahr etwa 70 neue Kinder mit einer Krebserkrankung, natürlich auch Rezidivpatienten. Und ein besonderer Schwerpunkt dieser Klinik und auch mein wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt auf der Behandlung von Kindern mit besonders seltenen Tumoren, also Tumoren, für die es keine etablierten Behandlungskonzepte gibt. Und da bieten wir individuelle Beratungskonzepte für die Kliniken an, ein wöchentliches Tumorboard und sind da auch wissenschaftlich aktiv. Am Kinderonkologischen Zentrum in Dortmund haben wir ein breit aufgestelltes klinisches, medizinisches und psychosoziales Team. Wir haben ein
ein Team mit mittlerweile 5 Kinderonkologinnen. Wir haben ein großes, fachlich wirklich super engagiertes und ausgebildetes Pflegeteam. Und wir haben auch ein ganz tolles psychosoziales Team mit Musiktherapeuten, Kunsttherapeuten und 3 Psychologinnen. Und dieses Team ist auch in besonders engem Austausch mit der Henry Thaler, mit dem Henry Thaler Verein. Und doch auf dieser Ebene werden auch die Betreuung der betroffenen Kinder und ihrer Familien besprochen. Das Besondere an der Zusammenarbeit mit dem Henry Thaler Verein ist, dass die Zusammenarbeit absolut unkompliziert, unbürokratisch und einfach ist. Wir melden uns, wenn wir neue Kinder haben, die bei uns in die Klinik kommen. Wir besprechen, welche Not besteht, welche Hilfe oder Unterstützung notwendig ist, und dann wird geholfen. Das geht einfach, es geht schnell und es geht wirklich absolut problemorientiert. Von daher ist das wirklich eine super einfache und gute Unterstützung. Mein Name ist Marion Ross. Ich bin seit circa 8 Jahren die zweite Vorsitzende im Henry Thaler Verein. Ich mache das sehr gerne hier in diesem Verein und es erfüllt einen auch sehr stark. Mein Name ist Heike Monse. Ich bin seit circa 10 Jahren im Vorstand des Henry Thaler Vereins als Kassiererin tätig. Der Verein lebt von den Spenden von Privatpersonen, Firmen und sonstigen Veranstaltungen, die wir teilweise auch selber mitbestreiten. Und wir stellen selbstverständlich auch für jede eingegangene Spende Spendenquittungen aus. Und das Geld geht 1:1 auch an die betroffenen Familien mit ihren krebskranken Kindern, die meistens sehr eng in ihren familiären und geldlichen Problemen drinstecken. Es ist mir ein großes Anliegen, mich auch im Namen meiner Eltern bei allen zu bedanken, die den Verein unterstützen. In erster Linie die Spender, die immer wieder Gelder überweisen, damit wir unserer Aufgabe nachgehen können, aber selbstverständlich auch den Mitgliedern des Vereins. Bedanken natürlich auch bei allen, die auf Veranstaltungen helfen und immer mit helfender Hand auf- und abbauen sowie dafür sorgen, dass Veranstaltungen immer gut über die Bühne gehen. Aber natürlich möchte ich mich auch bei meinem Vorstand bedanken, insbesondere bei Edda. Letztendlich ist es der Vorstand, der die Geschicke lenkt, und liebe Edda, das hast du bisher wunderbar gemacht. Seit 2018 hat der Henry Thaler Verein den Friedenspreis der Stadt Ennepetal bekommen. Darauf sind wir sehr stolz und freuen uns, dass diese Arbeit auch wertgeschätzt wird. Wir versuchen den Familien in den Kliniken zu helfen durch die Spenden, die die Bürger der Stadt Ennepetal oder auch viele andere uns gewähren. Ohne diese Spenden könnten wir das alles nicht bewerkstelligen. Unter anderem auch von der Tour der Hoffnung bekommen wir jedes Jahr eine wirklich große Summe. Wir freuen uns über jeden, der spendet, weil jede Spende kommt wirklich da an, wo sie hin soll, nämlich bei den Familien mit den kranken Kindern. Für die vielen Spenden, die wir im Laufe der vielen Jahre inzwischen bekommen haben, möchten wir uns auf diesem Wege ganz herzlich bedanken, denn ohne diese Spenden könnten wir diese Arbeit gar nicht bewerkstelligen. Jeden Monat gehen ungefähr 6.000 Euro bis 7.000 Euro an Unterstützungen raus. Und das können wir nur bewirken, wenn wir viele Spenden bekommen, um das auch an die Familien weitergeben zu können. Ohne die vielen kleinen Helferlein oder meine fleißigen Bienen, wie ich meine Damen nenne, die jeden Monat einmal hier dienstags mit mir basteln und Dinge anfertigen, die wir dann an den Basartagen verkaufen können,
wäre das alles nicht möglich. Auch dazu kommen noch die Damen, die dann an dem Basartag mithelfen. Wir sind ungefähr zwischen 40, 50 fleißigen Helferinnen. Ohne die ging es gar nicht. Und dafür bin ich unendlich dankbar, dass die mir immer noch treu zur Seite stehen, seit vielen Jahren. Und an dieser Stelle euch Mädels, Dankeschön.